Heute stelle ich meine 10 Design-Tipps zu Dashboards vor. Mich würde auch interessieren, welche Design-Tipps ihr zu Dashboards auf Lager habt. Hinterlasst mir diese bitte in der Kommentarfunktion. Und wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt starten wir los. Tipp Nummer 1. Ein einheitliches Farbkonzept. Farben sind ein essentieller Bestandteil eines modernen Business Intelligence Dashboards. Wichtig ist aber, dass diese nicht willkürlich eingesetzt werden. Dabei kann zurückgegriffen werden auf etablierte Kommunikationsstandards, sowie das International Business Communication Standards, IBCS. Diese verwendet grundsätzlich in Dashboards nur grün, rot und schwarz. Beim Farbkonzept muss ebenfalls darauf geachtet werden, dass einzelne Farben über das gesamte Dashboard hinweg dasselbe darstellen. Gleiche Kennzahlen sollten daher immer durchgehend in der gleichen Farbe visualisiert werden. Die Farben grün und rot sollten in westlichen Ländern grundsätzlich nur für Abweichungen verwendet werden. Dabei wird grün als positiver Zuwachs und rot als negativer Verlust wahrgenommen. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Nur relevante Informationen anzeigen. Dieser Tipp ist sehr einfach, aber schwierig umzusetzen. Es sollen wirklich nur jene Informationen angezeigt werden, welche die Anwender tatsächlich benötigen. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Richtige Visualisierung einsetzen. Nicht jede Visualisierungsform eignet sich für jede Art von Daten. Tabellen eignen sich vor allem, wenn es um genaue Zahlen geht. Zahlen werden in Reihen und Spalten präsentiert, die Auswertungen enthalten können. Dieses Format eignen sich allerdings nicht dazu, Trends zu identifizieren oder Datensätze zu vergleichen. In tabellarischer Form lassen sich Auflistungen von Zahlen nur schwer analysieren. Und je mehr Daten enthalten sind, desto unübersichtlicher wird natürlich die Darstellung. Kommen wir nun zum nächsten Tipp. Liniendiagramme eignen sich am besten, um kontinuierliche Daten und Trends über einen bestimmten Zeitraum darzustellen. Liniendiagramme werden durch eine Standardskala unterlegt. Hier kann man zusätzlich eine Trend- oder Ziellinie einfügen, um die Performance im Vergleich zu einem definierten Benchmark darzustellen. Der Klassiker ist zu planen. Ein weiterer Tipp betrifft das Balkendiagramm. Balkendiagramme sind die beste Lösung, um verschiedene Kategorien miteinander zu vergleichen. Dabei lassen sich die Balken horizontal oder eben vertikal ausrichten. Horizontale Balken werden oft dazu genutzt, um eine Rangfolge darzustellen, wobei der längste Balken meist oben platziert ist. Vertikale Balken dienen eher dazu, verschiedene Dimensionen in Diagrammen bzw. Kreuztabellendiagrammen darzustellen. Ein weiterer Tipp betrifft das Kreisdiagramm. Kreisdiagramme lassen sich gut für die Darstellung prozentualer Anteile nutzen. Ebenfalls bei Kreisdiagrammen ist zu sagen, dass diese die relative Bedeutung einzelner Werte verdeutlichen. Bestehen sie aber aus mehr als 5 Flächen, kann es schwierig werden, die Ergebnisse sauber miteinander zu vergleichen. Ein weiterer moderner Ansatz in der Erstellung von Dashboards ist der Einsatz von Symbolen. Der Inhalt in einem Dashboard ist nicht nur auf Daten und Diagrammen beschränkt, sondern auch, um das Nutzererlebnis zu optimieren, werden in Reports und Navigationsmenüs zunehmend Symbole verwendet.
Hierbei handelt es sich meist um kleine grafische Darstellungen, wie hier zu sehen, die gelegentlich auch eine kurze Beschreibung ergänzt werden. Wie gesagt, diese dienen dazu, Anwender einfach durch Analysen zu führen, die gerade angezeigten Inhalte zu verdeutlichen und schnell die nächsten Schritte zu bestimmen. Auch ein sehr beliebter Design-Tipp ist die Größe der einzelnen Elementen. Die Elemente in einem Dashboard und Bericht sollen möglichst in einer einheitlichen Größenstruktur angelegt sein, um den Blick auf das Wesentliche zu ermöglichen. Das soll aber keineswegs heißen, dass alle Elemente gleich groß sein müssen. Der geschickte Einsatz von Größe und Position ermöglicht, visuelle Hierarchien zu schaffen und wichtige Informationen hervorzuheben. Und auch ein sehr beliebter Tipp: Weniger ist oft mehr, auch im praktischen Leben. Damit ist gemeint, Farbe zu intensiv einzusetzen, ist einer der häufigsten Fehler. Zu viel Farbe lässt die Botschaft oftmals untergehen, aber zu wenig lässt bei den Anwendern Langeweile aufkommen. Am besten verwenden man für die Visualisierung maximal 6 Farben. In der Regel sind natürliche Farben besser geeignet als kräftige oder leuchtende Neonfarben. Zu viel kräftige Farbe erschweren außerdem den Anwendern das Verarbeiten von Informationen, dass sich gewisse Bereiche mehr klar vom Rest abheben können dadurch. Somit, wenn in einem Diagramm 2 Farben verwendet werden, sollten diese stets für 2 unterschiedliche Dinge stehen. Kommen wir nun zum letzten Design-Tipp, die Bedeutung von Farben. Diese wird oftmals unterschätzt, ist aber ein sehr wesentliches Kriterium. Viele Farben stehen in der allgemeinen Wahrnehmung für bestimmte Dinge. Das kann etwas Positives oder etwas Negatives sein. Die Farbe Weiß wird meist mit klarem Design und Ruhe verbunden. Stichwort Apple Store. Rot ist dagegen ein Zeichen für Gefahr oder Fehler. Deshalb sollte diese Farbe nur in negativen Zusammenhängen genutzt werden. Allgemein sei gesagt, Farben sind der Schlüssel, um Botschaften erfolgreich zu kommunizieren. Bei dem richtigen Einsatz können die Anwender auch ohne zusätzliche Hinweise in den Dashboards die Bedeutung intuitiv erfassen. So könnte beispielsweise die Farbe Rot für drohende finanzielle Verluste genutzt werden und die Farbe Grün für positive Gefühle oder finanziellen Gewinn gekennzeichnet werden. Ich hoffe, ich konnte euch meine 10 Design-Tipps zu Dashboards näher bringen. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich auf eure Design-Tipps. Tschüss und bis bald.